Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir einfach richtig vollkommen. Wir tragen den Schatz quasi alles schon in uns drin, so wie dieses Feuerzeug, haben wir alles, um einfach hell zu scheinen, um das Licht in dieser Welt zu sein, um einfach unser ganzes Potenzial auszuleben. Doch dann geht das Leben los. Und hast du manchmal Streit mit deinen Geschwistern? Ja. Kommt bei mir auch manchmal vor. Mit den Eltern ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Und dann ist auch manchmal so in der Schule oder so machen Menschen Sachen, die auch nicht so irgendwie mit dem inneren Licht übereinstimmen, wo eigentlich die innere Stimme sagt, was ganz anderes sagt als die Leute um einen rum. Aber man traut sich dann auch nicht so richtig, was dagegen zu sagen. Und naja, und man selber macht natürlich auch immer noch mal ganz schön viel Zeug, was jetzt vielleicht auch nicht immer so gut ist. Zumindest ist es bei mir manchmal so. Oh, aber das ist natürlich gar nicht gut für unser inneres Licht, ne? Weil, wenn wir jetzt mal gucken, es geht nicht mehr. Wie kommen wir jetzt wieder zurück, dass wir wieder hell scheinen können? Weil wir wollen ja nicht so bleiben. Hast du eine Idee? Wir können wieder abtrocknen so. Das ist eine sehr gute Idee. Schau mal hier, probier mal, das schön trocken zu machen. Ja. Okay, ich probiere mal wieder, ne? Ich glaube, das müsste jetzt eigentlich... Vielleicht ist innen drin noch was nicht so ganz trocken. Dann muss ich mir vielleicht das nochmal genau anschauen. Ja, ich seh da was. Das müssen wir einfach uns mehr anstrengen, würde ich sagen. Einfach mehr anstrengen, das noch genauer zu machen, lieb zu sein, auf die Eltern hören, ne? Ich meine, so schwer ist das ja nicht. Und dann schaut man sich das einfach nochmal ein bisschen genauer an, mehr anstrengen. Und ja, ich würde sagen, wir haben uns jetzt richtig gut angestrengt. Jetzt könnte es doch wieder funktionieren. Nanu. So ein Mist, jetzt geht's wieder nicht. Hast du noch eine Idee, wie wir wieder zurück zu unserem Licht kommen? Vielleicht können wir es über ein Feuer halten. Ah, das ist eine sehr schlaue Idee. Okay, weil wir müssen ja doch nicht alles selber machen im Leben. Wir müssen ja nicht in Eigenkraft versuchen, hier vollkommen zu sein. Weil wir haben ja Gott und Gott liebt uns und Gott hört uns und dem können wir alle unsere Probleme sagen. Also, lieber Gott, du siehst, wie schwer ich es in der Schule habe und wie schlimm meine Geschwister sind. Die sind immer so, die nehmen mir meine Spielsachen weg und die hören nicht auf das, was ich sage. Und dann sind sie manchmal zickig. Kannst du nicht das machen irgendwie, dass wir uns alle einfach wieder gut verstehen? Gott hat uns bestimmt gehört und Gott hilft uns jetzt bestimmt, dass unser Licht wieder leuchtet. Also, na, hallo? Hallo, hast du nicht gehört, dass ich Probleme habe? Kannst du mir nicht helfen? Hallo? Bitte, hilf mir doch. So. Es geht wieder nicht. Mensch, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir uns richtig doll angestrengt, haben uns wieder sauber gemacht, trocken gemacht, haben sogar Gott um Hilfe gebeten, aber es geht immer noch nicht. Hast du noch eine Idee? Wir können das über ein Feuer halten und den Knopf drücken. Stimmt. Ja, mach mal, probier das mal. Wow, und da leuchtet das Feuerzeug wieder. Ja, weil, darf ich mal? Weil es ist ja nicht so, dass Gott alle unsere Probleme löst, ne? Einfach so vom Himmel herab unser ganzes Leben wieder in Ordnung bringt. Denn er möchte ja, dass wir uns erinnern, aha, wir sind wie dieses Feuerzeug, haben wir alles in uns drin, die ganze Vollkommenheit. Und deswegen möchte er, dass wir von uns auch uns wieder erinnern, ah, ich bin jetzt diejenige, die hier den Streit wieder schlichtet. Das heißt, ich finde bei mir diesen roten Knopf, so wie bei dem Feuerzeug hier, und erinnere mich dessen wieder. Und wenn ich mich damit in Verbindung setze, wenn ich mich dessen wieder bewusst bin, dann leuchtet auch wieder das Licht und dann können wir auch hell scheinen und das Licht weiter raus in die Welt tragen. Und das heißt, wenn wir doch auch mal wieder in den Streit reinfallen, wenn doch mal wieder was schief läuft, ist alles nicht so schlimm. Wenn wir uns wieder danach erinnern, hey, ich brauche mich jetzt hier nicht so anstrengen und alles wieder versuchen richtig zu machen. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen. Es geht auch nicht darum, dann immer hier irgendjemanden zu suchen, der für einen die Probleme löst, sondern es geht darum,
dass wir uns wieder erinnern, wer wir wirklich sind und dass wir alles in uns drin tragen und dass wir die Lösung für die Probleme in der Hand haben, wenn wir uns nur dessen wieder bewusst werden. Und dann können wir auch wieder leuchten.